Ja, vielen Dank, dass ich nochmal darf. Ich bin, das freut mich wirklich sehr, ich bin heute ja der Älteste im Line-Up und das passiert mir immer häufiger und wenn man so unterwegs ist auf Poetry Slam Bühnen, dann hört man immer wieder Texte von jungen KollegInnen, die so sind, so ich werde demnächst 20, alles ist so kompliziert, demnächst werde ich 30, ist so furchtbar. Ich hatte vor kurzem auch einen runden Geburtstag und mit diesem Text möchte ich quasi all denen Trost spenden und sagen, es wird nicht besser. Inventur. Zum Geburtstag fragte mich jemand, und? Wie fühlt man sich so mit 50? Und ich wusste nicht, was er meint. Ich bin 50 Jahre und 145 Tage alt. Das macht 18.407 Tage Schaltjahre eingerechnet. Ich bin 1,88 Meter groß und wiege 84,9 Kilo. Mein Body-Mass-Index ist 24,5 gemessen bei der NAKO-Gesundheitsstudie. Ich bin Teilnehmer der NAKO-Gesundheitsstudie. Ich wurde an einem Mittwoch um 23.16 Uhr geboren. Ich bin Sternzeichen Jungfrau, Aszendent Krebs, das heißt, ich bin zuverlässig, pünktlich, umsorgend und einfühlsam. Ich bin Mutter Teresa. Ich wog bei meiner Geburt 3150 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Ich habe die Blutgruppe 0 positiv, aber das weiß ich erst seit kurzem. Ich darf ohnehin nicht Blut spenden, weil ich schwul bin und ein Sexualleben habe. Ich lebte 22 Jahre in Halle-Westfalen, 8 Jahre in Bielefeld und lebe seit 20 Jahren in Berlin. Seit 5 Jahren frage ich mich, wieso. Ich habe noch alle 28 Zähne und nur 3 Füllungen. Als Kind gab mir Zahnpasta mit Fluor. Meine Milchzähne wurden mir alle mit der Zange rausgebrochen. Das mit dem Fluor in der Zahnpasta ließ man schnell wieder. Dafür war sie rosa und hat nach Erdbeere geschmeckt. 2 Weisheitszähne wurden wir mit 20 herausoperiert. Die 2 Weisheitszähne im Unterkiefer hat die Natur bei mir vergessen. Würde ich mich vermehren, könnte ich die Erbanlage minus 2 Weisheitszähne weiter verbreiten und so zur Evolution und Arbeitslosigkeit von Kieferchirurginnen beitragen. Meine Haarfarbe ist dunkel aschblond mit Einsprengseln von Grau. Die grauen Haare sind dicker und lassen sich schwerer rauszupfen. Als Kind hatte ich hellblonde Locken und wurde oft für ein Mädchen gehalten. Ich habe mir nie etwas gebrochen, außer die Nase, aber das wurde nie untersucht. Ich war Kind und mein Gegner die Wasserrutsche im Freibad. Ich hatte nicht mal Nasenbluten. Mit 46 hatte ich einen Ermüdungsbruch im Mittelfuß. Ich weigere mich, das als Knochenbruch zu zählen. Ich bin kurzsichtig und altersweitsichtig. Ich verstehe nicht, wie das zusammengeht, trage aber seit 6 Jahren eine Gleitsichtbrille. Ich kann sehen. Ich habe Heuschnupfen, ansonsten keine weiteren Allergien. Ich habe alle Kinderschutzimpfungen. Ferner bin ich geimpft gegen Hepatitis A und B, Meningokokken, Grippe, 4-mal gegen Corona und 1-mal gegen Affenpocken. Ich hatte bisher kein Covid. In meiner Jugend wollte ich werden groß, Klempnerin, Schriftsteller, Pfarrer, Lehrer. In etwa in dieser Reihenfolge. Geworden bin ich Student, Teilzeitpolitiker, Kabarettist, Vorleser, Autor und Verleger. In etwa in dieser Reihenfolge. Ich stehe täglich gegen 9 Uhr auf und gehe um 1 Uhr nachts ins Bett. Ich schlafe 7,5 bis 8 Stunden und kann mich selten an Träume erinnern. Ich arbeite täglich etwa 8 Stunden. Ich zupfe mir die Augenbrauen, etwa 2 Härchen pro Tag. Ich hätte sonst Augenbrauen wie Theo Weigel. Ich weiß noch, wer Theo Weigel ist. Ich bin Mitglied in 5 Vereinen, 4-mal Kultur, 1-mal Sport und 1-mal Partei, Karteileiche. Ich habe nie Drogen genommen, Cannabis zähle ich nicht als Droge, habe ich aber auch nur ein paar Mal probiert und nicht vertragen, seitdem finde ich es langweilig. Ich trinke wenig Alkohol, weil ich sehr kateranfällig bin. Die Male, dass ich in meinem Leben von Alkohol brechen musste, kann ich an 2 Händen abzählen. Das letzte Mal ist 8 Jahre her und schon da fühlte ich mich zu alt dafür. Ich traue keinem Rausch. Ich esse Fleisch, rauche nicht, halte es aber alle 2 Monate mal mit einer Zigarette aus. Ich bin Gelegenheits-Nicht-Nichtraucher. Ich wurde mit 14 religiös und hörte mit 20 damit auf. Seitdem brenne ich für nichts. Ich rasiere mich jeden 2. Tag und zwar nass. Ich onaniere 1-mal am Tag.
Ich hatte mein Coming-out mit 23. Ein Freund sagte mir damals, Volker, wenn ich dir einen Rat geben darf, sei nicht zu wählerisch, probier dich aus. Ich war wählerisch und probierte mich erst 4 Jahre später aus. Meine Pubertät begann mit 27. Ich war 2-mal wegen Depressionen in Therapie, habe aber nie Psychopharmaka genommen. Ein Drittel meiner Lebenszeit fühle ich mich unglücklich, das 2. Drittel schlafe ich. Im restlichen Drittel fühle ich mich wahlweise ganz okay, total beschissen, mutlos oder bin zufrieden. Näher bin ich dem Glück nie gekommen. Ich hatte in meinem Leben 4 Beziehungen, die längste währte 2 Jahre. Ich hatte mit einer dreistelligen Zahl Männer Sex oder etwas Vergleichbares mit nur wenigen mehr als einmal. Neudeutsch sagt man, ich lebe Sex positiv. Ich sage, ich nutze die homosexuelle Infrastruktur Berlins. So wie das klingt, ist oft der Sex. Ich habe kein Kind gezeugt. Ich habe 3 Bäume gepflanzt, eine Hauszwetsche, eine grüne Reneklode und eine Schwarzpappel. Letztere habe ich gezogen im Balkonkasten, dort hatte sie sich selber ausgesät. Heute steht der Baum auf dem Hof meiner Familie und überragt mich um 1 Meter. Das macht mich auf eine seltsame Weise stolz. Ich habe 2 Eltern, 2 Brüder, 2 Nichten, 2 Neffen, 2 Wohnungen und ein Büro. Ich habe eine Handvoll Freunde. Ein guter Freund verstarb wenige Wochen nach meinem 42. Geburtstag. Herzstillstand mit Mitte 30 auf einer Party im KitKat Club. 3 Menschen, die ich kannte, starben an Krebs, 3 haben Suizid begangen. Sehr nah stand mir zum Glück niemand von ihnen. Ich erinnere mich an 4 Bundeskanzler, 1 Kanzlerin, 3 Päpste, 2 Super-GAUs und nach der Anzahl der miterlebten Jahrhunderthochwasser müsste ich 500 sein und nicht 50. Ich habe seit 1990 den Führerschein, besitze seit 2018 kein Auto mehr, fahre viel Rad und gehe im Schnitt alle 10 Tage in die Sauna. Ich hatte noch keinen Fahrradunfall, rechne aber täglich damit. Ich spiele mittelmäßig gut, aber gerne Badminton. Ich habe keinerlei sportlichen Ehrgeiz. Ich esse gerne Pistazieneis. Ich habe 3 Geschichtenbände und 4 Romane geschrieben. Meine Bücher haben sich alle zusammen vielleicht 10.000 Mal verkauft. Ich bin kein kommerziell erfolgreicher Schriftsteller. Ich habe einen Verlag, etwa 70 Leseauftritte im Jahr und keinerlei beruflichen Ehrgeiz mehr. Ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe, erfolgreich sein zu wollen. Ich bin in der Künstlersozialkasse und habe einen offiziellen Rentenanspruch in Höhe von 345,65 €. Bis zum Renteneintritt sind es noch 16 Jahre und 7 Monate. Ich habe beruflich und private 3 Girokonten, 2 Sparbücher und 1 Depot. Ich bin finanziell unabhängig. Ich bin weiß und privilegiert und Cis-Mann. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Ich kompensiere seit 2008 meine Flüge, gendere oft, bin politisch irgendwo links und noch viel öfter bloß müde. Ich bin Humorist, aber manchmal auch einfach nur sentimental. Ich bin 50 Jahre und 145 Tage alt. Morgen sind es 146 Tage, übermorgen 147 Tage. Und wenn du fragst, und wie fühlt man sich so mit 50, kann es nur eine Antwort geben. Halt einfach dein Maul. Morgen ist der nächste Tag. Volker Simmern!